Ich habe gemerkt, dass mir Essen und Trinken sehr viel Spaß macht, aber das hat damit begonnen, nicht mit dem tatsächlichen Essen, sondern erstmal mit dem Produkt, mit dem Lebensmittel, mit dem wirklichen Grundprodukt, was man braucht, um was Gutes daraus zu machen. Also ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, habe dann natürlich das Lieben und Schätzen gelernt und mich hat fasziniert, dass die Natur uns das schenkt und wir dann daraus oder davon leben können oder daraus etwas ganz Besonderes machen können. Ja, und deshalb ist es ja ein Beruf, der immer wieder gefragt sein wird, weil man kann ja immer nicht leben ohne zu essen. Und wenn man dann natürlich noch diesen Beruf so ausübt, dass man den besonders weiterentwickelt und auch in bestimmten Situationen etwas Außergewöhnliches in dem Beruf zu leisten imstande ist. Ich meine, dann steht ihm die ganze Welt offen und ich kann nur sagen, ich bin dankbar. Ich wüsste nicht, wenn ich sag mal, in meinem Heimatort in Österreich Schreiner gelernt hätte, ob ich jemals in Südkorea bei der besten Köchin gegessen hätte oder ob ich in Japan auf der Suche nach dem besten Rindfleisch gewesen wäre. Da gehört schon sehr viel Hobby dazu, wenn man das dann hobbymäßig machen möchte. Ich habe ein Motto, das heißt ein Leben für den guten Geschmack und das ist das, was ich lebe, was ich möchte und ist auch das, was ich, glaube ich, zurecht gelernt habe.